Willkommen bei einer neuen Folge von Terra Incognita. Wir sind im letzten Take im Kreis gelaufen, weil wir das lustig fanden. Und ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht, ob ich hier oben lang muss oder nicht. Zumindest kommt da oben immer ein Fight. Wir gehen da nochmal lang. Und nehmen mal wieder die Flame Aura und er nimmt den Molten Arrow. Rabums. Weak Element. Also mit Feuer geht hier einiges, muss man sagen, bei den Viechern. Irgendwo bin ich falsch abgebogen, echt. Ach, da. Gut. Boah, ist, wieso darf der denn angreifen? Das ist ja jetzt aber mal ein bisschen. Habe ich eigentlich ein Swordplay? Habe ich noch nicht. Nee. Weak Element. Bam. Weak Element macht mehr Damage als. Oh. Ich glaube, ich muss mal kurz den Zorgat heilen. Und der kloppt den Skava Wizard um. Und danach kümmern die beiden sich um den Dingens. Ich bin Level 4 und habe Falling Flame gelernt. Und Leon ist Level 4, hat gar nichts gelernt. Der lernt auch nichts mehr dazu, der Junge. So, hier müssten wir richtig sein. Und der nächste Kampf. Nur aus wie bei Final Fantasy. Das ist auch mal schade. Ich meine, das kann ich völlig verstehen bei solchen Spielen, dass dann dass die Gegner natürlich immer die gleichen sind, das ist, lässt sich nicht verhindern. Ich meine, man will ja nicht gleich im ersten Gebiet 1000 Gegner skripten. Also finde ich nicht schlimm, aber es wäre mal ganz schön, wenn man ein bisschen Abwechslung hätte. Gerade bei diesen Zufallskämpfen, die ja, wenn man Pech hat, alle Nase lang stattfinden können. Pech, Glück, weiß ich nicht. Ah, hier hakelt der Wald noch ein bisschen. Falling Flame ist nicht schlecht. Wir machen mal hier. Bam, bam. Und wir haben wieder den Kampf gewonnen. Sind wir noch richtig? Ich sehe keine Äpfel mehr. Hier kann man auch nichts mit anfangen, ne? Nee. Ein Kampf. Auch den machen wir so fertig. Massive Damage, das ist ein Crit. Zwei Hits, da war er weg. Das war einfach. Kann man hier. Nein. Ist auch kein Gegenstand zum Benutzen. Aber da haben wir wieder einen Apfel. Das heißt, wir sind noch richtig. Achso. Northeast, right, Leon? Nordöstlich. Ja. Yeah. We haven't got far to go now. Ist gleich da. Nordost. Dann gehen wir mal Nordost. Über den Balken am Fluss. Nach Süden. Den nächsten Skava-Krieger ummetzeln. Was anderes kann man dazu ja schon fast gar nicht mehr sagen, als ummetzeln. Ist eigentlich recht süß. Und ein Crit.
Ah, ein Apfel, wir sind richtig. Heißt das jetzt, ich muss nach Süden? Nee, er hat ja gesagt, na, nee, da ist der nächste Apfel. Gott sei Dank. Aber er hat ja auch gesagt, wir müssen Nordost. Könnte es auch durch den Wald schlagen, einfach. Oh, da hat er wieder was zu sagen. There are more monsters about than usual. Also, es gibt hier heute mehr Monster als gewöhnlich. Anyway, almost home. It's just up here, Thorgeth. Das heißt, wir sind. Oh, da ist er aber schnell. Man kann übrigens auch mit Shift rennen. Und da oben ist der nächste Zarfe Point. Haben wir gemacht. Und hier scheinen wir richtig zu sein. Dann gehen wir mal in das Hütchen rein. Leons Hütte. Same procedure as every M, Sophie. Was haben wir denn hier? Wir können nichts annehmen, das heißt, wir sprechen mal mit Leon. Here we are. Welcome to my home, Sorgeth. Na gut, du hast da ein Bett. Was hast du vor? I better start cooking this fish up. Take a look around. I'll let you know when it's ready. Wir sollen uns jetzt in dieser geräumigen Hütte umgucken. Dann machen wir das doch mal. Wir können aber eigentlich gar nichts machen hier als. Da oben ist ein Bogen vielleicht. Nö. Nö. Sprechen wir Leon einfach wieder an. Dinner should be ready soon. Take a look around. Ja. Rennen wir doch im Kreis. Gehen mal rausgucken. Können wir nicht? Doch. Können wir nicht. It would be rude to just walk out. I should stick around for some food. Ja. Wir sollten nicht gehen, das wäre unhöflich. Dinner should be ready soon. Take a look around. Wir müssen hier irgendwas angucken, aber ich weiß nicht so ganz was. Was ist mit dem Bild da hinten? Nein. Das Bett interessiert uns auch nicht. Doch. I am sleepy, but I can't just sleep in this bed without asking. Wir sind also müde, aber wir trauen uns nicht, einfach zu schlafen. Also, muss man waschen. Oder hier. Hä? Tja. This bow. I've seen it before, I know it. Wir haben diesen Bogen schon mal gesehen und Leon sagt, das Essen ist jetzt fertig und hofft, dass wir Hunger haben. Zwei Stühle wären nicht schlecht gewesen, aber Leon hat wohl nicht so oft Gäste. Wow, that looks great. Thanks, Leon. Thanks. Nom. Slurp. Nom 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 slurp. Scoff. Well, at least you haven't forgotten how to eat. Wir haben so nicht vergessen, wie man essen kann. That was great. So you live out here all by yourself? Ja, wir haben es schon geahnt. Ein Bett, ein Stuhl, ein Teller, ein Teppich. Er ist allein. Yep. I prefer to live alone, just myself to take care of. Also man muss sich auch um keinen kümmern, wenn man alleine ist. Da ist was dran. I guess. I'll just clean this away. Da räumen wir uns auch ab. Also es ist fast wie ein Hotel hier. Ist begeisternd. You can't use my bed tonight. I keep watch. Also schlafen will er auch nicht. Obwohl, wer weiß, was der heute Nacht macht mit uns. I'm just going to get some fresh air. Feel free to get some rest. I'm pretty tired. Wir sind auch müde. See you in the morning, Thorgest. Er will Wache halten. Wie macht er das denn sonst immer, wenn er alleine ist? Na, wie dem auch sei. Wir nehmen jetzt mal ein Nickerchen. I'm pretty tired. Und sagen mal Sleep. Ein Traum hatten wir wohl nicht. Haben geschlafen.
Was haben wir hier oben noch? Nichts. Dann kann man diesen Sack da eigentlich nehmen? Ich will diesen Sack nehmen. Nein. Gehen wir mal rausgucken. Good morning, Sorgas. Listen, I'll take you the main... I'll take to you the mainland. Oh, da ist noch ein kleiner Fehlerchen, ein kleines Fehlerchen drin. You'll never get off this rock without my boat. Also wir kommen hier nicht weg. Ohne das Boot von Leon. The mainland. Yeah, you remember, right? These floating ruins just coast of Terra's northernmost continent. Das heißt, wir befinden uns hier auf dem nördlichsten Kontinent von Terra. My boat is just to the east of here. Just past the floating temple. D-Punkt, H-Punkt, sage ich mal. Wir müssen uns jetzt ein Bötchen suchen, sein Bötchen suchen. Zuerst speichern wir aber nochmal. Und gehen nach Osten. Also erstmal nach Süden, um dann nach Osten zu gehen. Und ein Kämpfchen. Ich glaube, wir machen mal Falling Flame auf den und der macht Archery auf auch den leider. Bam. Also zwei normale Schläge reichen noch nicht bei dem Guten. Vier normale aber. Wir haben den Kampf mal wieder gewonnen. Die Frage ist... The boat is to the east, part the floating temple. Also... Wir müssen nach Osten müssen. So. Folgen wir dem Weg. Und dem nächsten Kampf. Wir kloppen den Wizard mal so down. Was macht der für Damage? Wieder ausgewichen. Das kann nicht wahr sein. Ich hoffe, dass auch die Waffen anders aussehen, wenn man es updatet. So wie bei Final Fantasy auch. Achso, Gott sei Dank. Hier ist der überflutete Tempel. The Floating Temple. Jetzt ist die Frage, ist das da oben eine Truhe oder ist... Nein. Es ist einfach nur eine Säule. Da ist eine Truhe. My boat is docked over the east of the ruins. We need to make our way over the top of the ruins. Watch your step. Wir müssen also noch weiter nach Osten. Da liegt das Boot. Und finden erstmal einen Apfel und eine Potion. So. Nee, er sagt, wir müssen... Over the top. Hier kommen wir wohl nicht weiter. Habe ich haarscharf geschlossen. Dann nehmen wir diesen Weg. Uiuiui. What the fuck is this? Something it isn't... Hä? Gut, da ist wohl irgendwas nicht richtig. Wie gesagt, es ist eine Alpha. Also ein Early Access. I hope you're a good climber. The vines? Exactly. Das heißt, wir können in den Tempel reingehen, machen wir aber jetzt gerade nicht. Sondern wir klettern hier hoch und
sehen, das wir nicht sehen. Das war nicht richtig. Dann dröseln wir hier mal an der... Scheiße. Vorbei. Also wir dröseln nicht an der Scheiße vorbei, sondern... Scheiße, wir sind stecken geblieben. Das heißt, hier hätten wir gar nicht hingemusst. Gehen wir doch mal an diesem großen Block vorbei. My boat is just up here. Follow me. Achso. Wer parkt denn da sein Boot? I hid my boat away in amongst all the vines down there. Das heißt, das Boot ist versteckt. And one and two and one and two and three. And four and five and six. Go. Leon? Are you mad? Just jump, Targeth. You'll be fine, trust me. I guess I have no choice. Here I come. Gucken wir uns noch einmal um und dann... Juhu. Puh. That was a close one. Ha, let's go, Targeth. Das heißt, wir sind von oben in das Boot gesprungen, was zwischen den Ranken versteckt war. Und schippern jetzt all the way to the mainland. Oh, Regen. We are here. We are here. Welcome to the mainland. Können wir nichts mit anfangen? You okay? Yes. Könnten wir aus dem Boot aussteigen? Leon geht vor. It's been a while. War wohl auch lange nicht mehr hier. Hey, let's get out of this rain. Follow me. Jawohl, Regen ist doof. Da schließt sich Leon wieder an und wir sind in Willow Bank. Und werden erstmal gepflegt. Safen. 31 Minuten Playtime. Kann das sein? Achso, vom letzten Mal an. Naja. Ja, ich würde sagen, hier machen wir wieder einen Cut. Und ich daddel das dann mal weiter. In diesem Sinne, ich glaube, ich spinne.